Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute mache ich ein Gyros. Ich weihe meinen Spieß ein. Also, Vorgeschichte: Ich ab zu Rewe, Metzger, hingegangen, geguckt, was haben sie da. Ich so, oh, geil, ich hätte gerne 2 Kilo Nacken. Die Frau so, 2 Kilo ist nicht zu viel. Ich so, nein, 2 Kilo ist genau das Richtige. Die geht hin, fängt dann zu wiegen, dürfen es auch 2,2 sein? Ja, es dürfen auch 2,2 sein, überhaupt kein Thema. Ich habe mich in der Zwischenzeit dummerweise mit meiner Frau unterhalten. Nicht, dass meine Frau dumm ist oder dass das dumm ist, sich mit seiner eigenen Frau zu unterhalten, aber ich habe nicht darauf geachtet, was hat die Frau gemacht. Und jetzt habe ich 2,2 Kilo Rücken. Hallo? Geht's noch? Was ist denn das für ein Metzger? Das kann ja gar nicht wahr sein. Gut, jetzt könnten wir mir sagen, du hast ja auch nicht drauf geachtet. Das ist korrekt. Aber wenn ich sag Schweinenacken, dann will ich keinen Rücken. Egal. Es ist halt nur ein Supermarkt-Metzger. Wobei, also eigentlich inakzeptabel. Ich will jetzt aber auch nicht zurückfahren, weil das ist mal eben eine halbe Stunde Fahrt hin und zurück, jeweils. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das heißt, ich werde jetzt ein Gyros vom Schweinenacken machen. Hier hinten habe ich schon meinen Spieß liegen. Grill ist schon an, damit er noch ein bisschen einbrennen kann. Hier die Konsistenzform. Da schmeiße ich jetzt die Scheiben Fleisch rein. Eben mein kleines Messer. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht das Fleisch überhaupt aus. Ja, hier ist hier die dicke Fettschicht. Die nehmen wir auf jeden Fall ab. Man sagt immer, Fett ist Geschmacksträger, aber das ist zu viel des Guten. So, das Ganze schneiden wir jetzt in gleichmäßige Scheiben. Dann kommen die Scheiben in die Konsistenzform. So, Fleisch haben wir drin. Dann nehmen wir uns das Gyros-Gewürz unserer Wahl. Ich habe mich hier für ein No-Name-Produkt entschieden. So ein Rewe-Standard-Gyros-Gewürz. Habe ich letztens schon mal benutzt für was anderes. Fand ich gut. Schön überall was dran, dann den Rest des Gewürzes. Das lassen wir jetzt ein bisschen beiseite und lassen es ziehen. Ein paar Minuten nur, länger braucht es gar nicht. Womit das Fleisch anfängt zu schwitzen, da ist nämlich auch Salz mit drin. Und dann habt ihr das Gewürz besser dran. In der Zwischenzeit nehme ich mir eine große Zwiebel. So. Mitte durch. Dann nehmen wir uns den Spieß. Machen die obere Kralle ab. Ganz wichtig, die Schutzkappen ab. Dann die Zwiebel. Einmal durch bis unten. Passt auf die Finger auf. Und dann nimmt man sich das Fleisch. Schön rein bis runter aufs Fleisch. Das Fleisch so ein bisschen in alle Richtungen ziehen. Damit das schön breit wird. Als letztes nochmal die Zwiebel drauf. So. Und die Kralle. Schön fest drauf, dass das Fleisch gut zusammengedrückt wird. Das ist schon das gesamte Spiel. Zwiebel, Fleisch, 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 Zwiebel, außenrum klammern, damit geht es gleich ab auf den Grill. So. Ich habe ja gerade Zwiebeln klein gehackt. Die kommen hier mit in die Form rein.
So, also die Zwiebeln habe ich durchs Gewürz gerieben, ein Türmchen gemacht, das ist gleich unter dem Grillgut. Da kann das Fett reintropfen vom Grillgut, beziehungsweise der Saft. Dann kriegen die Zwiebeln nochmal so viel Geschmack. Ja! So, auf an den Grill. So, laut Deckelthermometer hat der Grill jetzt 230, 240 Grad. Den regle ich jetzt noch ein bisschen runter, 180 reicht der Dicke. Aber so konnte er noch ein bisschen einbrennen. Das ist das erste Mal, dass ich ihn benutze. Ich habe ihn zwar schon einbrennen lassen, aber halt nur einmal. So. Wie gesagt, dann hier die Schale. Schön mittig und das Fleisch, die Zwiebeln, sodass sie voll tropfen können. An. Und zwar so, dass sich das Grillgut von der Flamme wegbewegt, sodass das Fett, was da noch dran ist, der Saft immer hier drüber laufen kann. Deckel zu, ein bisschen runterdrehen. Also ich denke, eine gute Stunde muss das jetzt drauf bleiben. Ich werde nachher mal gucken. Kerntemperatur, weiß ich noch nicht genau, wo ich hin will. Ich überlege bei mir noch tatsächlich, schneide ich gleich immer die Krusten ab und lasse es weiter brennen oder gare ich ihn komplett durch und schneide ihn dann komplett runter. Wird sich gleich zeigen. Weil das Schöne ist ja, ich könnte ihn jetzt immer runterschneiden und dann unten in der Konsistform lassen. Die Temperatur in der Konsistform ist gar nicht so hoch. So, halbe Stunde ist um. Ich habe hier ein Schälchen Butterschmalz schmelzen lassen. Da gieße ich schon die ganze Zeit immer mal was drüber. Das hinterlässt einen super genialen Geschmack. Ja, auch bei Gyros. Das Fett tropft auch immer schön unten in die Zwiebeln rein. So muss das sein. So, kleiner Kerntemperaturcheck. Gut 30 Grad. 30 Grad heißt so circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch und dann wird gegessen. Also ich muss schon sagen, hier draußen riecht es richtig gut. Das sieht auch geil aus. Kerntemperatur 40, aber außen schon schön. Das heißt, ich werde jetzt hier mal anfangen, einzelne Tranchen runterzuschneiden. Wie gesagt, die können unten drin bleiben. Schieben wir jetzt auch zusammen in die Mitte der Schale. Und dann wieder neuer Schmalz drauf. Deckel drauf. Und jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen höher stellen wieder. Damit wir wieder schneller Kruste kriegen. Dann geben wir dem Ganzen noch mal ein bisschen volle Pulle. So, ich habe schon ein Panini mit Tzatziki, kurz aufgebacken mit Tzatziki belegt. Dann ein Zwiebel-Gyros-Mix drauf, noch zwei Peperoni. Packen wir da drauf. Dann geht es da drin. Der werde ich in Ruhe essen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Nein, ich werde natürlich noch kosten. Einmal hinein. So. Also, obwohl es nur ein Schweinerücken ist, ist es super saftig geworden. Ich gehe davon aus, dass der Butterschmalz sein eigenes zugetan hat. Das Gewürz ist sehr schön, sehr harmonisch. Und dann würde ich sagen, das war ein richtig gutes Gericht. So, jetzt werde ich in Ruhe essen. Ihr lasst mir einen guten Kommentar da. Ob positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Daumen rauf oder runter. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Bis dann!